Hallo Leute, da ist 1005 hier mit Let's Play Super Mario Galaxy. Heute treten wir gegen Bowser an. So, endlich ist die Zeit gekommen. Gehst du zum Zentrum des Universums, wo die kostbare Mensch wartet? Ich gehe. Kann losgehen. Dann lass uns gehen. Das war jetzt gerade ziemlich männlich. Okay. Ja, wir haben soweit alles erledigt. Ich kann nichts mehr machen. Wie gesagt, ein was fehlt noch. Aber das triggert es anscheinend erst, wenn wir gegen Bowser gekämpft haben. Deswegen müssen wir dann kämpfen. Vorher kann ich die letzten 15 Sterne anscheinend nicht holen. Weil soweit haben wir alles. Es fehlt jetzt nur noch der Kampf gegen Bowser. Und den werden wir jetzt wohl oder übel antreten müssen, so wie mir das aussieht. Das Sternschiff geht auf jeden Fall ab wie ein Flötchen, wie man das so sieht. Es geht ab wie ein Zäpfchen. Alter Falter. Hübel. Über das Schloss gelangst du an einen fremden Ort. Sie sind dort. Beeil dich. Oh, eine Brücke. Na gut. Das Schicksal des Universums. Bowsers Galaxiefabrik. Oh man. Kann losgehen. Wir müssen im Strahl bleiben, denn dieser Strahl ist ein Schwerkraftstrahl. Und ja, nur über den können wir hier überleben. Wenn wir rauskommen aus dem, dann fliegen wir runter. Das heißt, man sollte da etwas darauf achten, dass man da drin bleibt in dem Strahl. Zumindest solange man an der Wand laufen möchte. Ansonsten kann man da natürlich raus. Aber ja, man sollte darauf achten. Es ist ein schönes Feature. Es ist halt auch mal wieder was, was nicht alltäglich ist. Das muss man einfach mal so sagen. Und das hat was. So, ein Beamstrahl. Wir kommen darüber. Das ist ziemlich heiß. Ich hätte das nur erwartet. Yay. Ach du Kacke. Da geht's aber so richtig ab hier. Aber so richtig, richtig. Wir müssen hier absteigen, so wie es aussieht. Und hier. Oh nein. Ich kann nicht springen. Ah. Okay. Nächster Beam. Eisblöcke. Sehr interessant, das Ganze. Ich liebe es. Okay. Schauen wir mal. Nächster Beamstrahl. Ja, ihr merkt schon, man kommt hier von einem Gebiet ins nächste. Jetzt haben wir hier eine Art Sandgebiet mit Feuerwirbeln. Es ist halt nochmal, man muss es einfach so sagen, ein schöner Mix durch die komplette. Nein, das bringt uns den Tod nicht. Doch, nee, geht. Kompletter Mix nochmal durch alle Galaxien, durch alle Gebiete nochmal komplett durch. Es ist schön, wirklich war schön. Okay. So, was haben wir hier so? Wandsprünge, yay. Okay. Nochmal Wandsprünge. Ah ja, wir haben wieder Gedönse. Möchte ich fast sagen. Mal direkt mal gucken. Nächster Beamstrahl. So, Zimmer, wir sind schon fast bei Bowser. Lang dauert es nicht mehr. Das ist das letzte Gebiet im Prinzip, das nochmal richtig übel ist, aber wir schaffen es nicht. Okay, auch okay. So, nochmal. Wir starten dann nochmal vor hier. Kleine Wandsprünge ist jetzt nicht das große Thema, möchte ich mal sagen. Das geht. So, mal gucken, dass wir hier vorbeikommen. Und dann beamen wir uns wieder rüber. Also, jetzt nochmal kurz gucken, wie wir das hier machen.
Also. Die lenkt man ab. Gegen die Bowser-Statue. Und dann ist das mehr oder weniger kein Problem. So. Nächste Runde. Es wird halt immer lustiger. Darf ich mal hier drauf? Ach komm! Nein! Ja, ein großer. Vor dem sollte man sich wirklich in Acht nehmen. Das Ding geht ab wie ein Zäpfchen. So. Also. Da hinten ist schon die heiß ersehnte Abschussrampe. Ich sollte mir die Münze holen. Wenn ich sie bekomme... Ja, ich habe trotzdem mit Münze nur ein KP. Ach du Kacke, jetzt kommen sie von da hinten und überall. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier wegkomme dann. Ja, es war klar. Gib mir mal Münze. Jetzt muss man schauen, dass man hier wirklich weiterkommt. Weil es hat keinen Zopf mehr. Es geht jetzt hier sonst ab wie ein Zäpfchen, das Ganze. So. Darf ich hier hoch? Sehr schön. Oh man. Der letzte Weg. Eventuell. Haha, wo suchst du denn? Prinzessin Peach ist hier drüben. Yay. Wir schaffen das. Bowser. Das war fast klar. Aber wir haben trotzdem noch so viel Zeit für doppelte Energie, weil das sehe ich überhaupt nicht ein. Das Leben braucht kein Mensch, aber doppelte Energie lasse ich mir nicht nehmen. So. Kann losgehen. Die Zeit ist gekommen. Der große Königstern, der Kern meines neuen Universums sein wird, nähert sich seiner Vollendung. Sieh genau hin. Die Lavakugel da? Das Ding ist schon ziemlich groß, ja. Mit diesem Stern im Zentrum werde ich zusammen mit Peach meine 10.000 Jahre während der große Galaxie-Imperium errichten. Und mein Imperium wird sich wie der Urknall im ganzen Universum ausbreiten. Und das heißt, Mario, du musst zuerst aus dem Weg geräumt werden. Das verstehst du doch, oder? Aber natürlich nicht. Das werden wir schon sehen, Bowser. Du blöder Arsch. So, wir haben jetzt hier eigentlich wieder dieselbe Mechanik wie immer. Können jetzt aber, glaube ich... Ach nee, nicht unbedingt... Ich wüsste jetzt... Mir ist jetzt gerade nicht bewusst, wie das funktionieren soll. Macht aber nichts. Muss der über die Stacheldinger drüber rollen? Oder wie war denn das schnell nochmal? Nee, das bringt nämlich auch nichts. Mir ist es gerade wirklich nicht bewusst, wie das funktionieren soll. Aber ansonsten macht's nichts. Das müsste ich direkt einmal gucken. Nee, das kann ich machen, bringt aber überhaupt nichts. Ja, und was will ich hier mit dieser Kugel? Die rollt, das ist schön. Gibt Münzen. Bringt gar nichts. Ich check's aktuell noch nicht. Das Überrollen von diesen Pflanzen bringt nichts. Aha, wir müssen die Kugel einfach zerschmettern, ne? Sag's doch mal. Könnt doch auch mal jemand was sagen. Woher soll ich das wissen? Soll ich's riechen oder was? Man, oh man. So. Meine Phrasen hier. Halt! Ey, Bowser! Was ist dein Problem? So,
Nächste Geschichte. Das funktioniert hier jetzt allerdings anders. Halt, Doppelenergie ist weg. Das ist nicht schön. Ich glaube, das funktioniert sogar mit den Dingern. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also er kann die auch überrollen, aber... Genau. Hier muss man ihm einfach mal so ins Gesicht klatschen. Einfach so. Genau. Oh. Alter. Bowser. Das war scheiße, war zu langsam. Weil ich ein Arsch bin. Hey, das hat noch getroffen, yay. So. Okay, da haben wir wieder unsere bekannte Kampfarena. Die mit der Lava in der Mitte. Mit dem Lavakern. Die Mechanik ist allerdings anscheinend ein bisschen anders heute. Ne, das war nebendran. Eigentlich soll es hier aufstampfen. Danke. So. Genau. Okay. Nein, ich brauche mal Münzen. Kann ich irgendwo mal Münzen haben? Nein, oh Gott. Münzen! Oh man. Tja, Bowser, so schaut's aus. Da musst du ein bisschen besser aufpassen. Der letzte Schlag. Und dafür geht er. Und geht hin in seinen Planeten. Leider. Oh. Und wir kriegen den großen Stern. Den letzten. Yay. Ach, ist das schön. Der glänzt so schön. Wir haben den großen Stern, ja, den letzten großen Stern erhalten. Ach, schön. Tjo. Das war's, würde ich sagen. Soweit zumindest. Peach. Die wollen wir auch gleich mal mitnehmen hier. Genau. Wir fliegen unglaublicherweise nur im Schweif des Sterns. Unglaublich. Auch von mir aus. Wenn es funktioniert, ne? Oh. Der sieht leicht brüchig aus, der Planet. Oh, das ist nicht gut, was da passiert. Der implodiert gleich, oder? Hm. Das ist nix gut. Oh, Bowser. Na, ja, war ja klar, dass der sich nicht unterkriegen lässt. Sonst wäre es ja auch langweilig. Sonst gäbe es ja keine nächsten Spiele mehr. Mein Königstern, mein Kosmos. Er schrumpft. Ja, das Ding implodiert. Boom. Ach nö, riesenschwarzes Loch. Das ist aber eher schlecht. Das gibt jetzt einen Sog ohne Ende.
Das war klar. Oh, die Lumas opfern sich, so wie es aussieht. Okay. Na, wenn's hilft. Okay. Starke Animationen auf jeden Fall. Bams, gibt bestimmt einen neuen Planet oder so. Möglicherweise. Ja. Ein Sternbaby wurde geboren. Dieses Kind wird sicherlich dereinst eine neue Galaxie werden. Wenn das Licht eines Sterns verblasst, zerbirst er zu Sternenstaub. Wenn man diesen sammelt und zusammenfügt, wird er wieder zu einem Stern. Und so dreht sich der Kreis des Lebens weiter. Aber es wiederholt sich nie das Gleiche. Es ist immer wieder neu. Und so? Was ist hier los? Oh. Wir scheinen wieder daheim zu sein im Pilzkönigreich, so wie es aussieht. Sieht fast so aus. Tja, alles wieder beim Alten, würde ich sagen, ne? Sieht doch ganz gut aus. Ach, die Bienenkönigin, oh schön. Oh, Dino Piranha. Ach, und Bowser ist auch da. Das Gedächtnis des Sternstaubs wird an ein neues Leben weitergegeben. Und auch an euch. Welcome. Welcome, new galaxy. Sehr schön. Wenn es dann in Wirklichkeit auch so wäre, ne? Ja. Ja, Super Mario Galaxy. Aber das Spiel dürfte auf jeden Fall noch nicht aus sein. Wir müssen uns halt jetzt die Credits und das gesamte Gedöns anschauen. Oder kann ich es überspringen? Ne, so wie es aussieht nicht. Kann ich nicht überspringen. Das schauen wir uns jetzt an. Ich weiß nicht, ob man dann den Endkampf, wenn man 100% hat, nochmal machen muss. Aber ich nehme an, wahrscheinlich gibt es dann ein anderes Ende. Ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Es ist ewig her. Also... ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Bis jetzt auf jeden Fall schon mal schön, das Ganze. Aber wie gesagt, fertig haben wir es noch nicht. Es fehlen noch 15 Sterne. Und dann soll es passen, das Ganze. Schauen wir es uns an, würde ich sagen. Auf jeden Fall halt durch die Wiimote-Steuerung etwas vollkommen Neues gewesen damals. Ist auch schon wieder ein bisschen älter, das Ganze. 6 Jahre. 2007. Ja,
Aber alles in allem eigentlich relativ schön. Manche Sterne ziemlich leicht, manche etwas schwieriger. Manche etwas hassmäßig, wie Hasensterne und dergleichen, aber gut. schön auf jeden Fall. Kann man sich nicht beschweren. Und ich nehme auch fast an, dass irgendwann mal Super Mario Galaxy 2 kommt. Als nächstes auf jeden Fall nicht, da bin ich mir sicher, aber es kommt. Und ja, mit Jump'n'Run soll es jetzt erstmal wieder gut sein nach diesem Projekt. Wir machen jetzt halt gar die 15 Sterne noch und dann soll das Ganze gut sein. Dann wird auch dem nachdem erstmal kein Jump'n'Run kommen. Lasst euch überraschen, was da kommt. Ich habe gedacht, wir gehen mal wieder in die Horror-Abteilung etwas rein. Ist aber nicht der Horror, den wir bis jetzt schon erlebt haben, mehr oder weniger in Penumbra oder so, sage ich jetzt mal. Sondern wir werden da in einen etwas actionmäßigeren Horror reingehen. Ja, das Ganze ist auch angedacht mit Facecam-Unterstützung. Wir gucken mal. Ich bin gespannt, wie das alles hinhaut. Hab mir noch nichts weiter besorgt. Also, Facecam muss ich mir erst noch kaufen. Und das Ganze einrichten, mal Testaufnahmen machen und gucken, wie es so läuft. Aber ich bin guter Dinge, dass das wird. Ich habe bis jetzt einigermaßen immer das Zeug hingebracht, aus technischer Sicht. Mehr oder weniger. Irgendwie muss es ja. Für was gibt es Tutorials und dergleichen im Internet? Da kriegt man das schon nach und nach raus, das Ganze. Naja. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch erzählen soll. Man glaubt es kaum. Ich staune einfach nur. Es ist ein klasse Spiel. Die Musikunterlegung auch sehr gut gemacht. Passend. Und ja, damals, wie es rauskam, habe ich es mir auch gleich gekauft und gezockt. Bin blöder. Ich weiß das noch wie heute. Damals, wie war denn das Moment? Da hatte ich... Ja, da war ich gerade mit der Schule fertig. Stimmt. Ende. Da war ich gerade mit der Schule fertig und hatte etwas eher Ferien. Da war ich dann schon Mitte Juli oder so zu Hause. Bitte, Mario, ist kein Thema. Da war ich schon Mitte Juli, genau, Lila Schabernack Comet aufgetaucht. Der ist jetzt wichtig. Da war ich schon Mitte Juli irgendwie, musste ich nicht mehr zur Schule, weil, wie gesagt, Abschluss und so. Und, ja, da habe ich das gezockt bis zur Vergasung. Aber es ist lange her. Deswegen weiß ich nicht mehr alles so genau. So. Willkommen zurück. Ich wusste, dass du schließlich zurückkehren würdest. Schau auf den Boden zu deinen Füßen. 15. Diese Zahl steht für die Sternenkraft, die du noch brauchst, um in eine andere Welt zu gehen. Eine andere Welt. Dort wirst du dir selbst begegnen. Aber bist du das wirklich du? Ja, 15 Sterne, wie gesagt, 105. Unter 15 sind 120. Und das ist jetzt wirklich auf das, was ich gewartet habe. Dass der lila Schabernack-Komet auftaucht. Und man muss dazu wirklich erst Bowser besiegen, unglaublicherweise. Ja, es ist jetzt so, wir haben ja damals schon gesehen, wo wir uns den roten Stern geholt haben. Da mussten wir lila Münzen sammeln, 100 Stück. Und das gleiche wird uns jetzt, wie man es hier schon sieht, in einer Welt schon angeboten. Danach halt in allen, wo noch nicht alle Sterne geholt sind. Man muss in jeder Welt lila... man muss in jeder Welt dann, wo das Ganze ist, 100 lila Münzen sammeln. Dafür gibt es einen Stern. Ist fast wie 100 Münzen bei Super Mario 64. Und das sind die letzten 15 Sterne und dann haben wir's. Ich würde sagen, wir machen allerdings für heute Schluss. Ich bin da Zeit 05. Es geht beim nächsten Mal dann weiter mit Let's Play Super Mario Galaxy. Bis denn und ciao, ciao.